Deutschland hoch in Ehren, du heiliges Land der Treu. Stets leuchte deines Ruhmes Glanz in Ost und West aufs Neu. Du stehst wie deine Berge fest, gegen Feindes Macht und guten Abend zusammen. Guten Abend, Stefan. Auf ein neues wieder in Illustro-Runde. Und ja, es gibt wieder Neuigkeiten. Ja, es gibt interessante und es gibt verdammt lustige Sachen. Es gibt Sachen, wo wir eigentlich nur noch den Kommentar dazu abgeben brauchen, haben wir doch schon lange gesagt. Ja, es gibt allerdings auch viel Schwurbelei mal wieder. Und ich freue mich drauf. Du meinst aber mit, haben wir doch schon lange gesagt, nicht die angeblichen Rekordverkaufszahlen des neuen T-Shirts der Fußballmannschaft.
Oh ja, was wollten Sie denn auch anderes sagen? Ja, der geneigte Zähler, ja, kann ja dann mal mit so einem Klicker, wenn es losgeht, rumlaufen und gucken, ob er 10-mal geklickt kriegt, ja, für 10 gesehene Fanshirts. Aber Stefan, andererseits, ich habe die Befürchtung, es gibt welche, die kaufen die. Du, bei 80%, die immer noch meinen, es ist alles in Ordnung, bin ich mir sicher, dass von diesen 80% mal mindestens die Hälfte, also 40%, so ein T-Shirt sich kaufen werden, was völlig überteuert ist. Ich glaube, das kostet 120 € oder sowas. Und was auch interessant ist, es machen bereits die üblichen Verdächtigen. Ja, auf Social Media, vor allem für dieses pink-blaue Werbung. Und weißt du, was total irre ist, weil ich dann feststellen musste, ich weiß ja nicht, ob mir das irgendjemand erklären kann, das sind dieselben, ja, die für so eine Schlupfung, ja, auch Werbung gemacht haben. Ey, so Sachen gibt's. Ja, Hengst am Trog, oder? Aber Stefan, soll auch alles so sein. Ich hätte bloß einen Wunsch, ja, wer sich mit so einem T-Shirt kleidet, bitte auch entsprechend schminken. Ja, da bin ich auch dafür. Und ich meine, man muss ja auch, bevor man dann auf den Platz geht, ja, hat man ja immer noch so einen Trainingsanzug an. Und das wird jetzt dann durch so ein rosa Ruschröckchen ersetzt. Ja, Leggings selbstverständlich drunter und rosa High Heels. Drunter machen wir es hoffentlich nicht. Oh, da haben die Linienrichter beim Einwechseln auch was zu schauen. Ja, wegen dem Gefährdungsgrad halte ich für sehr bedenklich. Ja, ich gehe mal aus, dass Sie dann schon rosa Schuhe mit Stollen anziehen, wenn Sie auf dem Platz spielen. Ja, ich freue mich auf die Bengals im Tütü. Ja. Wobei, ich habe eigentlich, glaube ich, überhaupt keine Zeit dazu, mir das anzuschauen. Aber weißt du, was total irritierend ist, ja, wenn man mal bei Wikipedia nachguckt? Also ab und zu kann man denen ja trauen. Dann haben diese Farben eine besondere Bedeutung. Ja, das finde ich schockierend. Erzähl. Die Farben, ja, sind entnommen der Flagge der Bisexuellen. Ja? Ich hab's schon immer gewusst, das sind Emanzen, die da kicken. Ja, und das wirft Fragen auf. Ja, jetzt mal jenseits dessen, dass ich mäßig Fußball begeistert bin. Sind die dann oder wissen die Spieler das alle und sind sie es dann möglicherweise auch? Geld regelt alles, Stefan. Das ist es. Wie konnte ich das bloß vergessen? Ja. Ja, und du weißt ja auch nicht, wer derjenige ist, der die Seife nach dem Spiel in der Dusche fallen lässt und wer derjenige ist, der sie aufhebt. Ja. Wir wollen jetzt nicht in Details gehen. Es Ja, gibt ein bisschen. Gerüchte, ja, Ja. nein, 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 ja, da gehen wir nicht näher drauf ein. Lass uns einfach starten. Ja? Und wir starten mal hiermit. Das hat uns die Flüchtlingskrise inzwischen gelehrt. Es wäre immer genug Geld für die Armen und Rentner da gewesen. Wie war, und im Laufe der Artikel kommen wir auf das Thema nochmal zurück, denn da gibt's seltsame Entwicklungen. Oh, das ist wieder so ein ganz heikles Thema, Carsten. Ja, Vorsicht. Und du weißt schon, ne? YouTube und Artikel 5, die, nee. Und dann noch du im Gespann, dann machen wir mal lieber weiter und fangen mit dem ersten an. Ja, ihr könnt doch mal bitte gerne Rückmeldung geben. Also diesen Artikel gab's. Ja, hier konnte ich nichts feststellen. Stefan, deine Verbindung hat ja auch funktioniert, aber es gab definitiv die Meldung, Telekom offenbar down, Internetprobleme. Fragezeichen, das könnt ihr tun. Das Online-Angebot der Telekom ist offenbar down. Kunden melden derzeit Internetprobleme. Betroffene können Folgendes tun. Gut, Ja, Brieftauben schicken.
Also jetzt gestern speziell ist mir jetzt nichts aufgefallen, aber was schon auffällig ist, dass es immer wieder kurze Netzaussetzer gibt, also kurze Internetaussetzer. Also ich muss sagen, das kenne ich wirklich so noch nicht. Ich hatte auch mal eine Phase, zum Glück nicht zur Sendungszeit, da hatte ich das wirklich gehäuft. Also, und dann ist ja immer die Frage, ist es die Telekom, sind es die eigenen Netzwerke, die man hat, wo sich irgendwas verstockt? Und wenn man dann aber noch liest, wie viele Internetkabel mittlerweile angeblich gekappt sein sollen, also zwischen den Kontinenten. Siehste, das sind nämlich die Houthis. Ja, heißt es, ja. Ja. Also die deutsche Erklärung, wie die Houthis das gemacht haben, kennst du die schon? Das waren die spezialisierten Perlentaucher von Nein, denen, die sind mit dem es Messer waren runter. außer. Nein, viel besser, Carsten. Es waren keine Taucher. Es soll ein Frachtschiff gewesen sein, ja, mit einem Anker, den sie über den Boden haben schleifen Also lassen. ein Schleppanker. Ja, bis dieser Anker dann dieses Kabel quasi aufgegabelt hat, und dann haben sie so lange dran gezogen, bis das Kabel nachgegeben hat. Frei nach dem Motto, der Klügere gibt nach. Jetzt stell dir vor, die hat da so ein altes U-Boot dran gehabt oder so. Naja, also das ist zumindest die offizielle Erklärung. Ich denke, wir lassen die im ersten Teil einfach mal so stehen. Ja. Fakt ist eins, was interessant zu der Meldung ist, ist gleich die anschließende. Und die kommt von der Epoch Times. Künftig 100 längere Stromabschaltungen pro Jahr. Bestenergie. Ja, Wilder Westen am Arbeit ist schon nicht ganz falsch. kennst du das noch mit Westenglanz? Als Ja. jemand vorgelesen hat und da kam Westenglanz vor. Ja. Ja, alle haben gestaunt und gestutzt, bis dann irgendeiner sagte, du meinst doch Westengland. Genau dasselbe hier. Ja, Westenergy-Chefin kritisiert Energiewende. Die Energiewendeblase droht zu platzen. Jetzt warnt auch der Teilnetzbetreiber Westenergie vor den Folgen der Energiepolitik der Ampelregierung. Dabei nennt die Chefin des Energiedienstleisters Kosten und Risiken von bisher ungeahnten Ausmaßen, was ja wieder unsere These oder Beobachtung bestätigt. Man macht einfach. Keiner hat wirklich eine Ahnung, was man damit anrichtet, also für Folgeschäden. Man macht einfach, ja. Weil Hauptsache, wir kommen dem klimaneutral schnellstmöglich näher, auch wenn das den Untergang der Zivilisation hier so ungefähr bedeutet. Ja, Klimaneutralität heißt mehr oder weniger Nullwachstum. Ja, und Wachstum, das muss man ganz klar sagen, ist immer ein Indikator und auch ein Garant für einen gewissen Wohlstand. Das ist einfach so. Und vor allem, was auch ganz wichtig ist, günstige Energie und verfügbare Energie ist ein entscheidender Faktor für Wohlstand einer Gesellschaft. Und sie tun natürlich so, als wüssten sie von nichts, um vielleicht mal deine Aussage etwas ins rechte Licht zu rücken. Ich denke mal, die wissen ganz genau, was sie tun. Sie tun halt nur nach dem Motto, mein Name ist Hase. Ja, deshalb sage ich auch immer, Jugend forscht. Ja, so stellen sie sich in der Öffentlichkeit an. Und wenn man dann hier mal die Profis befragt, dann kommen da unangenehme Fakten bei raus. Denn die Westenergie-Chefin sagt, dass Stromabschaltungen zwischen einer und bis zu 10 Stunden dauern können. Ja. Dreimal dürfen wir raten, bei wem man als allererstes den Strom abstellen wird. Richtig, bei den Privathaushalten. Ja. Denn bei den Industrieunternehmen, so es dann noch welche gibt, wird man das nicht machen, weil die könnten klagen. Ja. Das könnte also teuer werden. Ja, die ganzen vielen Privatleute, ja, die können sich ja alle nicht wehren. Ja. Die müssen dann schon eine Sammelklage machen. Gut. Also das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, jetzt wird es noch besser. Die Bundesnetzagentur hat mehreren Kraftwerksbetreibern untersagt, ihre Kohleblöcke vor dem 31. März 2031 stillzulegen.
Aha. Und andererseits hat es geheißen, die Bundesregierung wolle so bald wie möglich aus der Kohleverstromung aussteigen. Offiziell heißt es, also der offizielle Ausstiegstermin ist erst 2038. Man wolle das, so war zumindest die letzte Äußerung, aber bereits ab 2030. Haben die jetzt vielleicht so ein bisschen was verstanden, wenn sie das allzu arg treiben, dass es auf sie zurückfallen könnte? Ja, Stefan, ich denke mal, das hat auch was damit zu tun, wenn sie die Energie für die Industrie abschalten, bedeutet das ja dann auch gleich wieder sinkende Einnahmen, ja? Und das geht ja nun im Augenblick überhaupt nicht. Dein Verdacht, dass man ahnt, man hat es zu weit getrieben und es könnten jetzt echte Probleme, also so richtig echte Probleme entstehen, wo wir dann wieder zum Thema kommen, sie werden sich irgendwann nicht mehr auf die Straße trauen, könnte schon sein, dass das allmählich ihnen dämmert. Ja? Ich habe bloß die Vermutung, dafür ist es zu spät. Denn die rote Linie, die sie denken, möglicherweise bald zu überschreiten, die liegt schon 20 Meter hinter ihnen. Ja, und zumal, wenn man sich das mal genau überlegt, sind ja die Kosten dieser sogenannten Energiewende von niemandem bislang seriös kalkuliert worden. Und das kann man auch nicht kalkulieren. Also Ingeborg Heinz schreibt ja, es geht vermutlich um mehrere Billionen Euro für die Energiewende. Ich darf kurz anmerken, die Ampelregierung hatte schon im Haushalt 23 Probleme, diesen zu stopfen. Sie hat Probleme in 24, diesen zu stopfen. Da heißt es immer noch 17 oder 13 Milliarden, die fehlen. Das weiß ich jetzt nicht. Für den Haushalt 25 haben sie auch ein Loch zu stopfen. Das wissen sie auch noch nicht, wie das geht. Da redet man angeblich über 20 Milliarden. Und wenn ich jetzt hier lese, ja, diese grüne Energiewende soll Billionen kosten, dann können wir natürlich dreimal raten, wer das bezahlen darf. Ja, wenn die Bundesregierung jetzt schon kein Geld mehr hat. Ja, Stefan, ich habe so das Gefühl, sollten Sie nicht mit dem letzten Rest an Knete bei irgendeiner Firma hier so wie HP oder Epson groß eingekauft haben, also Drucker, ja, dann wird das auch nichts, weil es fehlt ja überall. Trotzdem will man überall Millionen und Milliarden weiter ausgeben. Wo soll's denn herkommen? Ja, und vor allem irre ist, hier ist eine interessante Zahl noch. Der Bundesrechnungshof hat für den Netzausbau in den Jahren bis 2045 Kosten in Höhe von über 460 Milliarden Euro kalkuliert. Also das ist zwei Drittel eines aktuellen Bundeshaushaltes. Ja, so viel kostet es. Und da sind wir wieder bei der Frage, es ist schon klar, wer das dann vermutlich bezahlen darf. Ja. Schön ist allerdings, wenn wir sehen, dass es immer mehr gibt, die sich halt nicht mehr daran halten. Und wo, ob nun aus Geschäftstüchtigkeit oder einfach nur aus Vernunft, einfach nicht mehr an dem Strang mitgezogen wird. Kunden entscheidet, was er möchte. Mercedes entwickelt Dieselmotoren weiter. Weiter, ja, und das ist wichtig. Während Volkswagen auf Elektrokurs bleibt und auf weitere Steuergeldsubventionen hofft, haben Konzerne wie BMW, Skoda, General Motors und auch Mercedes wieder einen stärkeren Fokus auf Kundenwünsche gelegt. Mercedes wird sogar den Diesel weiterentwickeln. Und sie werden Recht bekommen. Recht durch Verkaufszahlen und so weiter. Es gibt nichts Effektiveres als einen deutschen Dieselmotor. Ja? Ist einfach so. Und da müssten Sie wahrscheinlich, um die Effektivität in Sachen Preis zu schädigen, müssten Sie den Diesel dann wahrscheinlich auf 3 Euro anheben. Ist Ihnen zuzutrauen. Also nicht, dass ich da irgendwie nicht glauben würde, dass Sie dazu nicht fähig werden. Aber es zeigt sich halt einfach, die Menschen haben noch Verstand zu begreifen, was bedeutet. Ja, und mit dem Strom ist es einfach mal das Risiko. Keiner weiß, wo der Preis noch hingeht. Keiner weiß, ob er verfügbar sein wird überhaupt.
Und wenn er verfügbar ist, wie lange es dauert, bis ich mal an so eine Ladesäule rankomme, ja. Und da greift man natürlich auf die altbewährten Sachen zurück. Und wenn man jetzt ganz oben steht in Rot auch noch an ein Diesel-Hybrid arbeitet, dann wird das Ganze noch effektiver. Ja, also nur für die, die sich technisch damit nicht auskennen, es gibt diese Voll-E-Rutschen und es gibt diese Hybridfahrzeuge. Und bei den Hybridfahrzeugen ist es halt so, dass es möglich ist, durch die Bremsenergie eine Energierückgewinnung zu haben, womit sich der Akku, der im Fahrzeug verbaut ist und auch nicht so groß ist, womit der sich im Prinzip während der Fahrt dann auch schon wieder nachlädt. Das heißt, ein Hybridfahrzeug brauchst du nicht an die Steckdose hängen. Problem, und Stefan, ich glaube, den Artikel hatten wir damals dabei, dass dort auch geschummelt wurde, weil nirgendwo ablesbar war, in welcher Zeitspanne dieser Akku wie viel verliert, weil man es normalerweise überhaupt nicht mitkriegt. Du fährst halt, bei ruhiger Fahrweise schaltet sich der E-Motor ein, wenn du etwas mehr Gas gibst, dann der Benziner oder dann in Zukunft halt der Diesel. Aber du kannst nicht abschätzen, wie lange der Akku wirklich noch reicht. Und da haben Leute nach 3-4 Jahren halt festgestellt, dass gerade mal noch 30% der Leistung da waren. Also du meinst die Überlebensdauer gewissermaßen des Akkus, genau, an sich. Genau, der Lebenszyklus des Akkus, der war wohl da auch noch nicht so besonders. Gut, also Sie haben die Herausforderung, es kommt eine neue Abgasnorm, ja, das ist diese EU7-Norm und die ist halt extrem streng. Und ich vermute, das ist eben einer der Gründe, warum man stark auf Hybrid schaut, also diese Hybrid oder Benzinhybrid, weil man mit denen eben die Abgasvorschriften leichter erfüllen kann, ja. Ja. Ob es noch reine Verbrennungsmotoren gibt, würde ich sagen, ja. Dann allerdings ja wahrscheinlich nur noch in den teureren Sportwagen, wo man dann eben auf das Gewicht schaut und im Verhältnis zur Leistung eben das Optimum erzielen will. Das kann man dann über den Flottenausstoß in der Regel kompensieren. Und viele wissen das übrigens nicht. Wir hatten das allerdings auch mal in der Sendung, Carsten, vielleicht erinnerst du dich, dass Tesla übrigens einen Großteil seiner Einnahmen über den Verkauf von diesen CO2-Zertifikaten ja. an andere Unternehmen, eben unter anderem auch Autohersteller, verdient. Genau, und da haben wir uns ja ins Fäustchen gelacht. Darf man ihn ja gar nicht mal übel nehmen. Ja, sie haben in den sauren Apfel gebissen, sich mit dieser reinen E-Sparte zu beschäftigen. Nach den offiziellen Regeln sind sie damit emissionsfrei, auch wenn das ja überhaupt nicht stimmt. Aber die Regeln wurden ja von der Politik und nicht von ihnen aufgestellt. Und damit haben sie die Möglichkeit, die ihnen zur Verfügung stehenden Zertifikate an andere zu verkaufen. Und bei dem, zu dem sich der Herr Musk herausgepellt hat, hätte man das vorher gewusst, hätte man diese Lösung mit Sicherheit irgendwie anders gestaltet. Ja, wobei ich glaube auch, Elon Musk ist ja ein Mann, der auch in die Zukunft schaut. Und wir werden in Hinsicht von Tesla, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes, des Namensgebers, noch die ein oder andere Überraschung erleben. Ja, Stichwort Strom über Luft transportieren. Also auch da, das ist sicherlich noch Zukunft. Da gibt es aber dann sicherlich auch schon Konzepte hinsichtlich der Mobilität. Also warten wir das mal ab. Ich glaube, Positives gilt es hier festzuhalten. Das ist, glaube ich, unbestritten, dass es immerhin Autobauer gibt, die verstanden haben, dass es keinen Sinn macht, gegen die Interessen ihrer Kunden, was für ein Wunder, ja, irgendwelche Produkte auf den Markt zu bringen, die dann rumstehen. Das Tragische ist natürlich, und diese Erkenntnis, Carsten, wird irgendwann kommen, damit schließen wir das Thema auch ab, dass sie Milliarden für nichts verpulvert haben. Ja, also für diese reinen E-Autos, die Entwicklung hat die Autoindustrie Milliarden gekostet. Ja, und dann wird sich eines Tages auch die Frage der Aktionäre an die Vorstände richten: Habt ihr das vorher überhaupt mal geprüft? Ja, was das euch kostet. Habt ihr vorher mal eine Marktanalyse gemacht? Habt ihr eine Kundenbefragung gemacht? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, das große Abrechnen, das wird noch kommen, das dauert halt noch ein bisschen. Ja, da kommt dann sowas, aber wir konnten doch nicht anders. Ja? Das konnte doch keiner ahnen. Nein, nein, um Gottes Willen, absolut nicht. Ja,
Als nächstes auch wieder eine eigenartige Sache. Immer wenn so irgendwas wahnsinnig hoch gefeiert wird, werde ich immer skeptisch. Gesünder als angenommen, darum sollten Sie jeden Tag ein Ei essen. Eier hatten lange einen schlechten Ruf, Cholesterin war gefährlich und Eier trugen angeblich zu hohe Werte bei. Doch diese Ausnahme ist überholt. Trotzdem bleibt die Frage, wie viel Eier am Tag ich essen kann. Ja, also jeden Tag eins und ach, was weiß ich nicht, was da alles noch gebracht wurde in dem Artikel. Kommen wir aber zu einem Punkt, der mich da gleich ein bisschen skeptisch gemacht hat bei der ganzen Geschichte. Die Masse wird ja Eier kaufen, weil sie günstiger sind, die aus der guten Legebatterie sind. Ja. Und aussprechen, so in allen Einzelheiten will ich das nicht, aber schaut doch einfach mal, man findet es im Netz ziemlich schnell, wie oft so ein Huhn gedopt wird. Ja, und da kann man erschrecken. Ja, ich glaube, diese kommerzielle, industrielle Haltung ist indiskutabel. Denn ganz ehrlich, man kann natürlich auch Hühner halten und sie Eier legen lassen unter anderen Bedingungen. Aber da schlägt dann wieder das ökonomische Moment zu an der falschen Stelle. Also ich kenne genau diese Erzählung, die hier zu Anfang des Artikels gesagt wird. Ja, bloß nicht zu viel Eier, die haben zu viel Cholesterin. Und mal ganz ehrlich, Carsten, ich bin da jetzt bei dem Artikel nicht so skeptisch, aber es gilt ja grundsätzlich bei allem das Gleiche. Zu viel, ja, ist immer nicht gut. Das heißt, zu viel Wurst ist nicht gut, ja. Zu viel Bier ist nicht gut. Zu viel Alkohol ist nicht gut. Zu viel Süßigkeiten ist nicht gut. Und so weiter und so fort. Zu viele Zigaretten am Tag sind nicht gut, ja. Merkt ihr das? So, ja, ich bemühe mich. Und insofern bin ich da relativ entspannt. Ich finde, das ist ja hier fast eine Reputationsrettung für das Frühstücksei oder das Ei schlechthin. Also ich bin da entspannt. Ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich habe das nämlich gedanklich verbunden mit den ganzen Geschichten rund ums Fleisch. Ja, die wiederum in Verbindung stehen mit den Geschichten, dass es da ja welche gab, die die letzten 2, 3 Jahre nicht mitgespielt haben und dass man ja jetzt ganz angestrengt überlegt hat, wie man auch an diese rankommt. Ja, und wenn das, was die sich in den Mund stecken, vorher mit dem behandelt wurden, wogegen sie sich verwehrt haben, hat man letztendlich den gleichen Effekt erreicht. Ja, und deswegen, Stefan, bin ich hier nicht mehr bereit, an irgendetwas leichtfertig ranzugehen. Ich bin da lieber dreimal skeptisch, ja, denn es ist jeder Sauerei zuzutrauen. Wir gehen weiter und kommen zu genau diesen Sauereien. Ja, denn hier läuft auch schon wieder etwas Seltsames. Darum verschenkt das RKI fast 1 Million Euro an deutsche Bürger. Fast 1 Million Euro für deutsche BürgerInnen und die, die draußen wohnen. Herr Post, für die ungewöhnliche Aktion muss das Robert-Koch-Institut Kritik einstecken. Sie haben also an wahnsinnig viele, viele Leute, ja, 5-Euro-Scheine im Brief verschickt mit der Bitte, man möge an einer Umfrage teilnehmen, mit der man so den Gemütszustand der Bevölkerung erkunden möchte. Auf Kritik, also Kritik, die geäußert wurde, hat man beantwortet mit, das wäre doch ein privates, ganz normales Mittel und üblich, ja, dass man als Anreiz Geld verschickt. Mein gut, 5 Euro sind 5 Euro. Eine Bratwurst gibt es im Normalfall, glaube ich, für 3,50, ja, oder 4 Euro. Das hat ja manchen schon gereicht. Bin mal gespannt, was wir da noch für Meldung dazu bekommen. Das Ganze verschwand dann hinter der Bezahlschranke, falls du jetzt schauen willst.
Da war leider erstmal nicht mehr zu entnehmen. Ja, es gibt da irgendwie ein Video zu, aber bleiben wir doch mal bei dem, was wir wissen, denn das reicht ja schon aus. Also Ad 1 gilt ja festzuhalten, das RKI ist ja nicht irgendeine Firma. Ja, also jetzt nicht falsch verstehen. Also das RKI gehört zum Bundesgesundheitsministerium. Ja, das ist eine untergeordnete Behörde. Jetzt müssen wir mal überlegen, woher kommt denn dann diese Mille, die man einfach ausgegeben hat, um einen Anreiz zu schaffen, irgendeinen Fragebogen zu beantworten? Deswegen gibt es ja auch eine kleine Anfrage des Bundes der Steuerzahler, ja, die da ein kleines Problem sehen. Ja, das finde ich auch absolut richtig. Ich meine, es ist eben ein Unterschied, was ich sagen wollte, wenn privatwirtschaftliche Unternehmen, die ja auch Umfragen durchführen, diese, wie dieser meine Marketing-Sprech sagt, ja, incentivieren, also gewissermaßen eine Belohnung in Aussicht stellen. Ja, aber da ist eine Mille Steuergeld verschwendet worden. Ja, also anders kann man das ja nicht mehr bezeichnen. Stefan, aus Ihrer Sicht wird es mit Sicherheit nicht verschwendet sein. Selbstverständlich nicht, weil sonst hätte man ja gar keine Antworten auf den Fragebogen bekommen, vermutlich. Nee. Naja, aber da komme ich wieder zu den 80%, die sehr wahrscheinlich immer noch denken, es ist alles in bester Ordnung, es ist einfach alles ein bisschen teurer geworden. Die haben dann gesagt, oh, das ist aber fein, da fülle ich doch aus. Ja. Und jetzt wird's kurios. Ja, wir fangen mal mit diesem Artikel 1 von der Rheinischen Post. Wachsende Ungleichheit. Europarat fordert im Kampf gegen Armut mehr Einsatz von Deutschland. Straßburg. Nach einem Besuch von Menschenrechtskommissarin Dunja Mijatovic übt der Rat Kritik. Das hohe Maß an Armut und sozialer Ausgrenzung stehe in keinem Verhältnis zum Reichtum. Der Europarat hat von Deutschland mehr Anstrengungen im Kampf gegen Armut gefordert. In einem Bericht des Rates, der an diesem Dienstag veröffentlicht wird, ist von wachsender Ungleichheit in der Bundesrepublik die Rede, in der das hohe Maß an Armut und sozialer Ausgrenzung in keinem Verhältnis zum Reichtum stehe. Die Menschenrechtskommissarin des Europarates begrüßte zwar die von der Bundesregierung ergriffenen Maßnahmen, etwa das Sozialsystem zu reformieren, also noch weniger demnächst, um es zugänglicher zu machen, sehr schön, die Sozialversicherungsleistung zu erhöhen und mehr Ausbildungsmöglichkeiten für Arbeitslose anzubieten. Es seien jedoch weitere Anstrengungen nötig, um die wachsende Ungleichheit zu bekämpfen. Mijatovic fordert unter anderem den Kreislauf der wachsenden Kinderarmut zu durchbrechen. Bestehende Hindernisse beim Zugang zu sozialen Rechten müssten beseitigt werden. Außerdem seien dringende Maßnahmen nötig, um dem akuten Mangel an bezahlbarem Wohnraum, insbesondere in städtischen Zentren, mit allen verfügbaren Mitteln zu begegnen. Dazu gehörten auch Eingriffe in den Wohnungsmarkt. Stefan, ob das eine Linksaußentante ist? Ja, also in diesen nett gewählten Worten verbirgt sich ja von Enteignung über ja, Lastenausgleich, Finanzverschiebung. Da ist ja eigentlich alles verklausuliert drin. Naja, vor allem, wenn wir erneut zu den Deckungsproblemen der Bundeshaushalte zurückkehren, ja, wie soll denn das dann bitte gestaltet werden? Naja. Es kann natürlich gestaltet werden, ohne dass man einen Lastenausgleich durchführen müsste, ohne dass man ja, Reichensteuer einführen müsste und so weiter und so fort, indem man spart. Ja, indem man dort spart, wo das Geld zum Fenster rausgeschmissen wird. Zum Beispiel 12 Milliarden Euro für Entwicklungshilfe. Da könnte man mal als erstes sparen. Ja, dann könnte man für die ganzen woken Projekte einsparen, weil das ist ja alles nur Ideologie. Ja, und mit Ideologie, da hat ein Staat normalerweise, ich muss das betonen, normalerweise ja nichts zu schaffen mit. Ja,
Da kommen dann schon ein paar Summen zusammen. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn wir dann noch diejenigen dazu rechnen, die sich hier aufhalten, ohne dass sie hier sein dürfen und in irgendeiner Art und Weise auch noch profitieren, dann muss man sich die Frage stellen, ob die richtigen Prioritäten gesetzt werden. Ja, also Stichwort 11 Millionen Menschen leben unter der Armutsgrenze in Deutschland. Ja, ich finde es aber schön, dass das eine EU-Kommissarin gesagt hat, oder Entschuldigung, Menschenrechtskommissarin des Europarates, das ist nicht die EU, ja? Der Europarat ist eine eigene Einrichtung, dass die Bundesregierung abwatscht, das ist angemessen. Ja, Stefan, das ist für mich aber eine Türöffnerin. Ja, eine Türöffnerin zu noch mehr. Natürlich. Ja. Ich verstehe schon deinen Punkt. Also wenn man mehr Geld von den Leuten haben will, kommt man immer mit den sozialen Argumenten. Nein, sie möchte, dass mehr ausgegeben wird. Wenn die Barrieren fallen, ja, natürlich. Aber dann ist ja die Einwanderung ins Sozialsystem noch einfacher. Mhm. Yeah. Ja, und damit zeigt sich ja auch, was ihre Richtung ist, wo sie hin möchte. Sie möchte es all denen, die ganz gerne hierher kommen, noch einfacher machen, ins Sozialsystem einen Einstieg zu finden. Wir können gleich mit dem nächsten Artikel weitermachen. CDU-Reformplan, kein Bürgergeld mehr für 1,9 Millionen Menschen. Die CDU macht ernst mit ihrem radikalen Reformplan für das Bürgergeld. Sogenannte Totalverweigerer, die Annahme jeder zumutbaren Arbeit ablehnen, sollen keinerlei Zahlung mehr erhalten. Da bin ich schon jetzt gespannt, wie das mit den neu dazugekommenen Fachkräften ist, ja, ob es da dann Ausnahmeregelungen gibt, weil aufgrund von Sprachbarrieren oder weil es hier zu kalt ist, ist es nicht zumutbar, dass die Arbeit annehmen. Ja, sonst durfte es ja oder müsste es ja dann eigentlich innerhalb der Regierung, falls sie mal wieder mit dabei sein sollten, dann doch, wird es ja gleich wieder Trouble geben, da alle anderen da dagegen sind. Bisher. Naja, wir müssen natürlich mit der Zukunft der CDU rechnen oder spekulieren. Was wir politisch momentan sehen, ist, dass ja CDU und Grüne ja, sich so annähern, ja, während es ja so zarte Annäherungsversuche der AfD an die SPD gibt. Ja, da kommen wir vielleicht später noch zu. Für mich ist es das ganz klare Signal, dass es mit dem Geld immer enger und immer knapper wird. Ja? Dass sie nicht mehr wissen, wo sie das Geld herbekommen und dass sie jetzt irgendwie radikale Maßnahmen vorschlagen. Und wir haben ja halt wieder den Ballon-Effekt. Ja? Irgendeiner muss immer vorpreschen. Und es fällt natürlich weniger auf, wenn das jetzt jemand von der CDU macht, als wenn das jetzt irgendjemand aus der Ampel heraus macht. Ja? Diese Pseudo-Oppositionspartei CDU-CSU ist dafür bestens geeignet. Ja? Denn wir wissen ja, abends sitzen sie alle gemeinsam irgendwo trinken oder treffen sich oder was auch immer oder essen was zusammen. Und da kann man sowas probat besprechen. Ja, und mal gucken, gibt es dann ein großes Geschrei? Gibt es kein großes Geschrei? Naja. Und wenn es keins gibt, dann kann man die Sache ja mal angehen. Ja, Stefan, es kann aber auch wirklich hier wieder auch bloß der wirtschaftliche Aspekt sein, ja, dass einem langsam selbst bei der Opposition Angst und Bange wird. Und was heißt Opposition? Ja, du hast ja gerade schon richtig gesagt, beim ganzen Farbkarussell wissen wir ja, beim geneigten Schäfchen, nach Rot ist dann mal wieder Schwarz dran. Ja, also es muss ja mal durchgemischt werden. Und dann ist ja das Ganze auch was ganz anderes und die machen dann alles mit Sicherheit ganz, ganz anders als die anderen. Aber ich habe ja das Gefühl, mittlerweile ist die Panik groß, dass einfach nicht mehr genug erwirtschaftet wird, dass ihr Geld noch so mit Sicherheit rausspringt. Ja, also es wird ja nun wirklich überall eng und je weniger arbeiten, desto weniger kommt ja rein. Ja, dann ist auch das Problem, dass der Nutzen nicht mehr da ist. Ja, und dann wird es ja wirklich gewaltig. Man kann die auswärtigen Zahlungsverpflichtungen dann nicht mehr erfüllen und sich als großer Spender präsentieren.
Und die eigene Kohle wird dann möglicherweise auch in Gefahr gebracht. Das kann nicht der Sinn sein. Ja, und deswegen muss man halt alle, die noch irgendwie was tun können, vielleicht doch an einen Job rankriegen, um das Bruttosozialprodukt wieder etwas zu pushen. Möglicherweise ist auch die Verwaltung von ihren Auftraggebern ermahnt worden, ihren Amtseid nicht zu vergessen, in dem es ja unter anderem heißt, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren. Ja, und es kann ja schlechterdings angehen, dass 1,9 Millionen Bürgergeldempfänger, die arbeitsfähig sind, wohlgemerkt, es betrifft nicht alle Bürgergeldempfänger, sondern die arbeitsfähig sind, dass die einfach auf der faulen Haut liegen, ja, und nicht daran mitwirken, das Bruttosozialprodukt zu steigern. Frech. Einfach frech, ja. Anders kann ich das nicht nennen. So, und jetzt kommen wir zu dieser Geschichte. Entlassen Menschen in die Armut. 10 Millionen Menschen bekommen weniger als 1.100 Euro Rente im Monat. Mehr als die Hälfte aller gesetzlichen Renten in Deutschland liegt unter 1.100 Euro. Deutschland entlasse Millionen Menschen im Alter in die Armut, meint Sahara Stalinknecht. Es gibt ja noch die private Altersvorsorge, meint das Ministerium. Ja? Also die, die meist schon nicht so gut verdient haben, ja, in private Altersvorsorge wahrscheinlich nicht allzu viel investieren konnten, denen wird das dann aber ja schon fast vorgeworfen, man hätte doch mal machen können, ja. Und das, wo doch vor Jahren gesagt wurde, die Renten sind sicher. Ja, wir sehen hier wieder das alte Spiel, ja. Keiner ist schuld. Ja, schuld sind immer nur die anderen. Das ist so das typische reflexhafte Gehabe, was wir in der Bundesregierung ja auch beim Thema, bei verschiedenen Themen letztendlich, nicht nur einem Thema, beobachten können. Und wenn wir bedenken hier die 1.100 Euro, ich gehe mal davon aus, dass das brutto ist, ja, weil Renten müssen ja versteuert werden. Und dass es hier einfach der Verwaltung egal ist, ja, wie es den Menschen geht, die ja zum Bruttosozialprodukt beigetragen haben in ihrer aktiven Zeit, das lässt ja tief blicken. Aber irgendwie ist es so das Prinzip bei den Rentnern und Pensionären nach dem Motto, tu mir bloß nichts, dann tue ich dir auch nichts. Ja, das ist so eine Art gemeinsames Waffenstillstandsabkommen. Und da macht man sich dann lieber klein und nimmt irgendwie alles grollend hin und sagt, ach ja, mit weniger wird es dann ja irgendwie auch gehen, bis man dann eben feststellt, es geht eben nicht mit weniger. In einer Zeit, wo ja die Preise explodieren, wo die Inflation zwar angeblich nicht mehr vorhanden ist, aber spürbar ist es dann die berühmte gefühlte Inflation. Das sagt einfach so viel aus und dass es die Menschen immer noch nicht verstehen. Nein, ist es halt so. Dann gab es noch eine Abstimmung. Ja, ich schaue gerade noch mal, das fehlt mir hier nämlich, wie viel sich beteiligt haben, aber repräsentativ. Also repräsentativ heißt immer über 1.000. Ja, ja. Der Knopf hieß repräsentativ, der da war, also, auf den ich jetzt drauf gedrückt habe. Und der sagt, bis jetzt haben 5.097 teilgenommen. Ja. So. Ist doch erstaunlich, dass 18,8% sagen, bei der Frage, welche Partei vertritt am ehesten die Interessen von Rentnern, keine. Ja, und nur mal so rein rechnerisch, wenn man die Prozentzahl von denen, die keine gesagt haben, mit weiß nicht, ja, weil weiß nicht, die wissen bloß noch nicht, dass es niemand ist, so wirklich, zusammenrechnet, dann hast du da eigentlich schon den höchsten Ausschlag.
Ja, und wenn man noch eine andere hinzunimmt, ist dann die Frage, welche andere? Ja, es kann ja eine von den kleinen Listen sein, zum Beispiel die Grauen Panther. Die gibt es immer noch als politische Partei, ja. Dann ist es noch ein paar Prozentpunkte mehr. Ja, aber wir sehen trotz allem daran, Carsten, wie langsam, ja, wie schleichend diese Wahrnehmung geschieht. Und wir haben ja oft schon darüber gesprochen. Jetzt können wir das mal hochrechnen, bis wir mal bei 40, 45 oder gar 50% sind, die verstehen, dass keine der Parteien am ehesten die Interessen der Rentner vertritt. Ja? Also das kann nicht der Lösungsweg sein. Aber zu dem Ausschlag bei CDU, CSU ist das, bin ich mir nicht sicher, ja. Also es besteht die Möglichkeit, dass es einfach in der Not das Wunschdenken der Leute ist, dass diejenigen, ja, die ja möglicherweise jetzt bald wiederkommen, die Rettung sind. Oder ist das eher der Wunsch vom Fokus, um der Opposition etwas Vorschub zu leisten? Ach, ich glaube, das sind diejenigen, die immer noch meinen, A, Norbert Blüm würde noch leben und B, die Renten sind sicher und da ja Norbert Blüm noch lebt und der CDU-Mitglied war, kann es ja nur die CDU gewesen sein. So, wir schauen noch mal, oder ich schaue noch mal kurz. Dieser Artikel war vom 18.03. 6:16 Uhr morgens. Ja. Und als nächstes haben wir einen Artikel von heute. Und guckt mal, was da so ganz flugs vermeldet wird. Ministerium, Renten steigen. Erstmals einheitlich. Im Osten und Westdeutschland sind die Renten ab Juli erstmals einheitlich. Der Altersbezug steigt um über 4%. Wollen die uns komplett veralbern? Ja, die ganzen letzten Wochen geht es nur darum, dass man streichen und kürzen will. Dann kommt die vom Fokus diese Auswertung, wie schlimm es wirklich steht. Und einen Tag später kommt hier die Meldung, demnächst gibt es mehr für alle. Carsten, soll ich es dir erklären, warum das so Bitte, ist? bitte. Das ist, verhält sich genauso wie mit dem Bürgergeld. Ja? Also die klugen Köpfe oder die, ich sag's anders, die gerissenen Köpfe, ja, in den Parteien, die haben verstanden, dass dieses Jahr schon fast ein Superwahljahr ist. Ja? Mit wie vielen Landtagswahlen? Waren zwei oder drei? Plus eine Europawahl. Ja, da muss man noch mal richtig das Füllhorn ausschütten, ja, über diejenigen, die einen wählen sollen. Sonst Wann tun sind die das die? nicht. Ja? Wann sind die Wahlen? Im Sommer ist Europaparlamentwahl und im Herbst wird Thüringen und Sachsen gewählt, Na, oder? zu Sommer würde das ja passen. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli. Ja, Ist halt die also da Frage, ob kriegt das noch vor der Europawahl ist, weiß nicht. ja, dann hat man wahrscheinlich irgendwelche bürokratischen Mehraufwände, wo sie Aber es nochmal entscheidend ist ja, verschiebt. Carsten, entscheidend ist ja der Herbst. Entscheidend ist ja, dass die Linke in Thüringen nicht aus dem Landtag gewählt wird. Ja, und entscheidend ist, dass da auf keinen Fall die AfD in die Regierung kommt, denn dann machen die ganzen Archive auf und dann wird es richtig unangenehm. Ja, und zwar nicht nur für ein paar der linken Socken, ja, sondern für alle im Bund wird es unangenehm. Wir dürfen gespannt sein. Ja. Ich bin eher dafür, dass es nicht mehr so lang geht. Aber gut, wir gehen weiter und kommen zu unserer Freundin Flipflop Faser. Hasskriminalität. Fensineser Kampf gegen Rechts gerät außer Kontrolle. Fensineser instrumentalisiert den Neonazi-Mord an Walter Lübcke und erklärt der Hasskriminalität den Krieg. Die Ministerin verliert jedes Maß. Also der Artikel ist aktuell, aber warum bezieht er sich auf den Lübcke? Das ist doch nun schon Asbach uralt. Ja, das ist richtig. Fing es damit an? Habe ich das verpasst?
Naja, das ist die Argumentation von Frau Faeser. Ja, und dieser Kommentar in der Berliner Zeitung ist wirklich sehr klug. Deshalb nehmen wir uns jetzt mal ein, zwei Minuten, um den wirklich in den wichtigsten Bestandteilen durchzugehen. Und damit es kein Missverständnis gibt, ja, werde ich auch einen Teil vorlesen. Also der Autor hier, Nathan Giverzev, hat sich sehr gut mit dem Thema der Meinungsfreiheit auseinandergesetzt. So. Und er sagt ganz einfach, dass die Minister, so heißt es hier, der Ampelkoalition in ihrem Kampf gegen Rechtsextremismus ein Vokabular in Stellung bringen, das die Grenze zwischen legalen und strafbaren Handlungen verwischt und das jedem liberalen Verfassungsrechtler sauer aufstoßen muss. Nicht nur dem, Carsten, wir haben schon oft drüber gesprochen, wir haben immer gesagt, das, was man versucht, ist eine Strafbarkeit zu suggerieren, obwohl die entsprechenden Gesetze der Bundesrepublik dafür gar keine Strafbarkeit, also keine Justiziabilität vorsehen. So, und dann wird ja von der Bild am Sonntag, werden die entsprechenden Politiker und Juristen zitiert, unter anderem Ruprecht Scholz, Gerhard Baum, die sich alle sehr scharf gegen das Ansinnen von Frau Faeser geäußert haben. Tenor: Bundesinnenministerin Nancy Faeser muss die Grenzen der Verfassung, heißt es, hier achten. Sie nennen das halt so. Und betonen auch und erst recht dann, wenn es um den Kampf gegen die sogenannten Verfassungsfeinde geht. Ja, das Argument ist irgendwo nachvollziehbar. Also, wenn man sagt, wir sind eine Demokratie und wir haben Meinungsfreiheit, Artikel 5, Klammer auf, außer auf YouTube, Klammer zu, dann muss man das auch respektieren. Ja? Und im Umkehrschluss darf man nicht das Gegenteil tun, jetzt, weil man ist, sehen wir es mal neutral, gut meint, einen Tunnelblick zu entwickeln und zu sagen, alle, die kritisch gegen die Regierung sind, alle, die kritisch gegen Parteien sind, alle, die kritisch gegen Politik sind, das sind alles Rechtsextreme. Ja, das ist ja der Tenor, wo die ganze Reise von Frau Faeser hingeht. Und wenn man dann sieht, wie Frau Faeser auf die entsprechende Meinungsäußerung von Rupert Scholz, von Gerhard Baum, von Herrn Kubicki reagiert, da muss man sich wirklich fragen, wessen Geisteskind diese Frau ist und warum sie überhaupt kein Einsehen hat. Sie postet auf X, der Versuch, den Kampf gegen Rechtsextremismus als Eingriff in die Meinungsfreiheit zu diskreditieren, ist eine Verdrehung der Tatsachen. Wir bekämpfen Hasskriminalität, weil sie zu mörderischer Gewalt wie dem Attentat auf Dr. Walter Lübcke geführt hat. Ganz wichtig, sie operiert mit einem Begriff, mit einem juristischen Begriff, nämlich dem der Hasskriminalität, den es in der deutschen Rechtsprechung überhaupt nicht gibt. Dieser Begriff kommt aus dem US-amerikanischen Recht, dort heißt es Hate Crime. Ja? Und das ist einfach mit unserem deutschen Rechtssystem und wie unsere Gesetze zum Thema Meinungs- und Pressefreiheit verfasst sind, überhaupt nicht in Einklang zu bringen. Es ist also für Frau Faeser nur ein Argument, ein schwammiges Argument, wo keiner sich so richtig was drunter vorstellen kann. Es recht nicht diejenigen, die mit Juristerei sich nicht auseinandersetzen. So, okay, vielleicht machen wir hier mal kurz einen Break. Ich will ja auch nicht irgendwie alles irgendwie sagen, aber der entscheidende Punkt ist, warum sie auf den Lübcke rekurriert ist, weil sie wohl eng mit ihm befreundet war und weil ihr das wohl recht zu Herzen gegangen ist. Und der Autor macht doch einen klugen Einwurf. Dieser Täter, der wohl in der Tat ein Zugehöriger der Neonazi-Szene war, der war unter Beobachtung. Ja, man hat gewusst, was der vorhatte oder was sein Treiben und sein Tun war. Und die Frage wird von dem Kommentator gestellt, warum hat man denn nicht rechtzeitig eingegriffen? Ja, eine berechtigte Frage. So, gut. Bleiben wir aber beim Eigentlichen. So, und hier wird es nochmal nämlich schön ausgeführt in diesem Artikel. Den empfehle ich wirklich jedem zu lesen. Berliner Zeitung ohne Bezahlschranke. Artikel von heute. Ja, da wird nochmal gesagt, warum das mit der Hasskriminalität nicht passt. Nämlich nach Ansicht kundiger Juristen ist es zu schwammig für den deutschen Rechtsstaat, der klar zwischen zulässigen Meinungsäußerungen,
und strafbarer Beleidigung bzw. Volksverhetzung unterscheiden muss. Ja, und diese Juristen sagen zu Recht, sie befürchten einen Rückfall ins Gesinnungsstrafrecht, sollte so eine Kategorie jemals zur Anwendung kommen. Ja? Und wie gesagt, hier der Baum hat das gesagt von der FDP, der war auch mal Bundesinnenminister und hat den radikalen Erlass gekippt. Der hat gesagt, man kann die Demokratie nicht verteidigen, indem man ihre freiheitliche Grundlage untergräbt. Und ich finde, das ist der entscheidende Punkt. Ja, mit dem Lübcke, das macht mich trotzdem ein bisschen stutzig. Also auch wenn es da vielleicht irgendwie Bekanntschaft gegeben hat, aber ist es vielleicht nicht auch mittlerweile an dem, dass es zu den aktuellen Problemen so viel Gegenwehr bzw. Kritik gibt, dass es im Augenblick vielleicht etwas sinnvoller war, aus Ihrer Sicht auf etwas Altes zurückzugreifen, ne? Ja, was eigentlich kaum noch jemand auf dem Schirm großartig hat und was ja bestätigt wurde, dass das alles so ganz böse Nazi und so weiter war. Ja, da muss man sich nicht mit den aktuellen Sachen beschäftigen. Carsten, absoluter Punkt. Ich teile dieses Argument auch absolut. Und was natürlich noch wichtig ist, dieser Vergleich, den Faeser hier anführt, ja, mit dem Verweis auf den Mord an dem CDU-Politiker oder SPD-Politiker Lübcke, schlägt sie natürlich genau in die Kerbe ein, in die sie auch will. Ja, sie will, sie argumentiert, das war ein Rechtsextremer. Ja, also müssen wir rechtsextreme Äußerungen verbieten. Ja, weil das der Nährboden für dann rechtsextreme Taten sind. Ja, bis hin zum Mord. Das suggeriert ihre Aussage. Aber es ist, man kann es gar nicht oft genug betonen, ein fataler Irrweg, den sie da geht. Und jetzt kann man unterstellen, das macht sie mit Absicht, oder man kann auch das Gegenteil unterstellen, so wie es der Autor hier in dem Artikel tut, der sagt, sie habe einen Tunnelblick entwickelt, aus welchen Gründen auch immer. Also das heißt, sie sehe da nur ihr Thema und sehe nicht, was rechts und links dazu gesagt wird. Kann sich jeder seine eigene Meinung zu bilden, dass das, was sie tut, extrem gefährlich ist, ja, für die Demokratie, für Artikel 5 Grundgesetz, für die Presse- und Meinungsfreiheit, das steht für mich außer Frage. Und was mich ehrlich gesagt schon irritiert, beziehungsweise auch wieder nicht, dass der Bundeskanzler, aber das ist ja seine Art, sich da mal wieder fein raushält. Natürlich. Ja, und bei all dem Gegenwind geht das große Mimimi los. Vertragen Ampelminister keine Kritik? Experten sind alarmiert. Demokratie lebt auch vom Widerspruch, sagte einst SPD-Legende Hans-Joachim Vogel. Der Satz ist heute aktueller denn je. Immer mehr Experten beklagen, die Regierung hat ein Problem mit abweichenden Meinungen. Einige fürchten sogar, die Ampel wolle die Meinungsfreiheit einschränken. Nein, würden sie nie tun. Die Minister reagieren auf entsprechende Kritik oft angefressen und pampig. Hat die Regierung ein Problem mit Kritik an ihrer Politik? Ja, das Problem ist, wenn man mit der Politik, die man bewerkstelligt oder aufgetragen bekommen hat, keine Punkte macht, da es ja nur immer weiter abwärts geht, dann ist es natürlich schon blöd, wenn dann auch noch jemand Kritik übt. Ja, also man gibt sich doch alle Mühe, den Verfall so schnell wie möglich zu verstärken, zu beschleunigen. Und dann noch Kritik, das geht gar nicht. Aber Stefan, das ist ja im Einklang mit der Geschichte, selbst wenn noch so große Vergehen, Verwirrung, Verirrung und was auch immer prognostiziert werden, es tritt ja auch niemand mehr zurück, freiwillig. Gut, man muss ja nicht gleich zurücktreten, aber... manchmal schon. Ja, aber... es ist schon wirklich, fragwürdig, welches Verständnis die
Kandidaten, die auch in diesem Artikel dann in Folge genannt werden, mitbringen. Ja? Ich meine, wenn man keine Kritik duldet, wenn man keine Kritik hören will, dann hat man in der Regel keine Argumente. Ja? Das ist für mich der entscheidende Punkt. Sie haben offensichtlich, und das sehen wir ja immer mehr und das spüren die Menschen immer deutlicher, sie haben keine Argumente, warum es das braucht. Ja? Es gibt kein Argument dafür, dass es ein Demokratiefördergesetz angeblich braucht. Ja? Es gibt kein Argument dafür, mit Begrifflichkeiten jenseits des bundesdeutschen Rechts zu operieren, um angeblich Feinde der Demokratie frühzeitig zu bekämpfen. Ja? Das sind alles nur Phrasen, das sind alles nur Kampfbegriffe. Und wenn man es ganz negativ sagen will, scheint hier ja der feuchte Traum eines autoritären Staates bei einigen durch. Und das ist das, was allen Menschen, egal ob sie jetzt wählen, ob sie nicht wählen und wen sie wählen, wirklich die Alarmglocken angehen lassen soll. Ja? Weil man fängt mit einer Gruppe an und dann kommt die nächste dran und dann kommt die nächste und dann darf man diese Wörter nicht mehr sagen, dann darf man jene Wörter nicht mehr sagen und dann ist es vorbei. So, ja? Und das scheint vielen Menschen so langsam zu dämmern. Sind die beiden eigentlich schon offiziell im Pro? Das weiß ich nicht. Die Bunte hat es noch nicht vermeldet. Beispiel Familienministerin Lisa Paus. Mit ihrem sogenannten Demokratiefördergesetz will Paus vor allem linke Organisationen fördern, monieren Kritiker. FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhl sagte Bild, das Gesetz sei in seiner jetzigen Form nicht zustimmungsfähig. Paus beharrt trotzdem darauf, das Gesetz muss kommen. Ja, nur mal so eingeworfene, ja, wir haben ja auch immer mehr Meldungen, dass man jetzt offen im Mainstream darüber berichtet, dass das Problem mit dem Linksextremismus scheinbar größer ist als gedacht, vor allen Dingen brutaler als gedacht. Und sie möchten trotzdem diese Seite weiter stärken. Ja, da geht es eben nur um Ideologie. Da geht es eben darum, dass sie das wichtig und richtig finden. Die brauchen sie auch. Und die Linksextremen sind ja auch mutmaßlich die gewesen, die das Tesla-Werk in Grünheide attackiert haben. Die Frage ist, was kommt als nächstes, nicht? Und wenn man dann hier weiterguckt, ja, unser bester Wirtschaftsminister aller Zeiten, Robert Habeck, ja, der sauer ist auf die Abrechnung des Rechnungshofes zu seiner Politik, kann er natürlich nicht nachvollziehen. Und wenn Olaf Scholz langsam irgendwie auch ins Wanken kommt, ob seiner Argumentation eben gegen Taurus, ja, da muss man sich wirklich fragen, was ist los in diesem Land, ja? Also, wie konnten sich so viele Menschen irren, ist dann die Frage hinterher. Aber da sind wir wieder schnell bei der Aussage von Frau Merkel. Ja, man kann nicht davon ausgehen, dass das, was vor der Wahl versprochen wurde, nach der Wahl auch eingehalten wird. Ja, übrigens, Stefan, mit der Europawahl, das funktioniert. Ja, also die ist wohl im Juni schon. Und wenn man hier verspricht, ab 1. Juli bessert sich was, dann passt das ja auch dazu. Siehst du, es hätte mich auch arg gewundert, hätte man dieses Datum außer Acht gelassen. Ja, und immer wieder diese Geschichten. Ja, wir haben oft genug davon gesprochen, wenn ein stark pigmentierter, ja, verkehrt herum ein gehaktes Kreuz an die Wand sprayt, dann fällt das unter einen rechtsradikalen Hintergrund. Und ja, hier Staatsanwaltschaft sicher, Pakistaner täuschten Nazi-Brandstiftung nur vor. 5 Festnahmen wegen Versicherungsbetrug. Hatten wir das nicht schon mal? War da nicht ein Lokal auch irgendwo abgebrannt? Und es waren ein Überfallkommando aus der rechtsradikalen Szene angeblich, was sich dann als der Inhaber selber herausstellte. Ja gut, wir wollen jetzt hier nicht pauschalisieren, aber es ist scheinbar eine Masche, um die Polizei auf eine falsche Spur zu bringen.
Und dass man jetzt hier ganz offensichtlich Versicherungsbetrug begangen hat, das schreibt ja auch die Bild-Zeitung. Ich habe aber eine entscheidende Frage. Ja? Wird jetzt dieser Fall, ja, dieser Fall der Brandstiftung, der garantiert auch in der entsprechenden Kriminalstatistik schon verbucht ist, wieder ausgebucht? Ja, also wird er unter rechtsextremer Straftat wieder ausgebucht und wird dann den allgemeinen Straftaten zugerechnet? Nein, Stefan, da stand was Rechtsradikales an der Wand. Ja. Und da ist doch erstmal zweitens, wer das dran gesprüht hat. Das war rechtsradikal, was dort hingesprüht wurde, und damit bleibt es wahrscheinlich aus ihrer Sicht rechtsradikal. Du meinst, die sind nicht so helle? Na doch, schon. Aber wenn man sagen kann, also es war rechts, ja, auch wenn es nur vorgetäuscht war, es war rechts. Jetzt bin ich aber schon enttäuscht. Die lassen sich doch dem Fall nicht entgehen. Jeder Fall zählt, ja, in der Statistik. Stimmt, man muss ja irgendwie eine Grundlage, eine Begründungsgrundlage haben für das Demokratiefördergesetz. Und je mehr Straftaten aus dem richtigen Milieu, desto hilfreicher. Genau so sieht's aus. Ach ja, wieder was gelernt. Weitermachen wir. Umfragebeben im Osten. AfD in Sachsen bei 34%. Ampel so schwach wie nie. Schockumfrage in Sachsen. Laut einer aktuellen Wahlumfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für Bild liegt die AfD in Sachsen aktuell mit 34% klar vorn. Das ist ein Prozentpunkt weniger als im August 2023. Die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer kommt mit 30% auf Platz 2. Ja, und damit das nicht so schlecht klingt, hat man da noch eine Plus 1 dahinter geschrieben. Ja, also sie haben Zuwachs, meint man vermeintlich. Ja, also sie sind auf Platz 2. Ja, ob das nun eine 2 plus ist oder eine 2 minus, ist egal. Sie sind auf dem zweiten. Du meinst die CDU? Ja. Ja, ich finde es interessant. Also ich habe den Artikel jetzt nur deshalb mit reingenommen, weil wir erinnern uns doch alle, es gab doch diese überwältigende Mehrheit angeblich an Menschen, die doch auf diesen Demonstrationen waren. Ja, und das ist alles noch gar nicht so lange her. Ja, das hatte so eine Halbwertszeit von knapp 2 Monaten. Knapp. Ja, also ich erinnere mich, Mitte Januar oder so kam die Korrektivberichterstattung raus, ja, zu dieser angeblichen Konferenz, die ganz böse war. Und dann gab es infolgedessen 3-4 Wochenenden hintereinander angeblich Demonstrationen in der Mitte. Ja, und schon ist das Ganze wieder verpufft. Ja? Und Carsten, weißt du, was ich so irre finde? Dass sie das letztendlich durch ihre Politik der Unfähigkeit selber geschafft haben, dass man einfach sagt, naja, dann hilft es wohl nur noch, eine andere Partei außerhalb der Altparteien zu wählen. Ja? Und wenn Stefan, man sich das so anguckt, BSW von Frau Wagenknecht, ja, auf 11%, also aus dem Stand. Das schafft noch nicht mal die FDP. Du, vielleicht sollten Sie mal mit dem Robert-Koch-Institut reden, ja, sich nochmal diese 5-Euro-Verschick-Geschichte erklären lassen. Und wenn man das dann auch noch auf Steuerzahlerkosten hinkriegt, wäre doch eine tolle Geschichte, ja. Also, es sieht ja so aus, die Touren zu den Demos gegen rechts, die hat man in die Busunternehmen und so weiter investiert und hat auch mit Sicherheit einiges an Demogeld ausgeschüttet. Und das Problem ist, dass natürlich nachdem das vorbei war und nichts Neues an Moos kam, da bleibt man natürlich auf der Couch liegen. Ja. Weil gekaufte
Gekaufte, die bewegen sich halt nur, wenn es Geld Ja, gibt. aber Klaas, man muss ja auch mal fairerweise sagen, das Wetter war ja auch nicht besonders, ja. Und da muss, also Ja, wirklich, stimmt, da ja. muss man sich das als hartgesottener Antifant, ja, der nie vor 13 Uhr aufsteht, wirklich schon dreimal überlegen, wenn man da noch 500 Kilometer mit dem Bus durch die Gegend geschaukelt wird, ja. Also man darf von den jungen Menschen heute auch nicht zu so viel verlangen. Ja, und Stefan, ich kann von Parallelen berichten. Ne? Es wird hier gerade in Österreich ins Horn geblasen, ja, ganz dramatisch. Man sieht die Geschehnisse in der Bunten Republik und sagt sich, auch wir müssen jetzt ganz dringend alles mobilisieren im Kampf gegen die FPÖ. Und ja, von Spenden, Unterstützung sammeln über alles Mögliche, alles dabei. Man versucht bei der Industrie, beim Mittelstand irgendwie Zustimmung zu ergattern. Aber ja, da werden wohl Parallelen gespannt. Was ist denn damals passiert, als man die Schlumpfunwilligen ausgeschlossen hat? Ja, was ist, wenn man jetzt überall mobil machen will gegen die, die halt anders wählen wollen. Ob das dann nicht wirklich eher als Bumerang zurückkommt und das Ganze, ihr ganzes Desaster noch schlimmer macht. Ja, also das ist wohl mittlerweile sogar in den Köpfen von Systemtreuen hochgekommen. Ja, sie kommen halt irgendwann an den Punkt, da ist halt guter Rat teuer. Ja. Und da muss man dann, wie heißt so schön, den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Das sagt so der Volksmund, nicht? Und das werden wir überall sehen. Irgendwann greifen diese althergebrachten Rezepte nicht mehr, weil es ihnen niemand mehr glaubt. Kommen wir erstmal wieder zu was Positivem. Ja, und da gibt es aus Bayern zu. Gibt es aus Bayern zu vermelden? Bayern verbietet Gendern in Schulen, Hochschulen und Behörden. Im Dezember kündigte Ministerpräsident Södolf erstmals Schritte gegen Gendersprache in Bayern an. Nun haben die Minister Innen und Außen die notwendigen Änderungen einer Verordnung beschlossen. Ich denke mal, man hat die Unwilligkeit der Bevölkerung, das Ganze in der Masse mitzuspielen, erkannt und versucht jetzt als Opposition damit noch ein bisschen auch wieder Wahlwerbung zu betreiben. Ich muss mal gucken. Nee, in Bayern wurde doch erst vor kurzem gewählt, oder? Warum Ja, die aus dann Bayern? um die Gunst des Volkes zu Ja, buhlen. aber das passt doch gar nicht, wenn man mit den Grünen irgendwann mal zusammen ins Bett springen will. Jeder nutzt scheinbar die Chance, die sich ihm bietet. Ja, also diese Koalition, da kommt ja dann auch die Grünen an ihnen wieder nicht vorbei und so weiter und so fort. Also da wird das dann wohl kein Ärgernis mehr sein. Oder man startet es dann erneut. Aber, also betrachten wir es mal positiv, oder? Dann Ja, ist es ja ein gutes ich Zeichen. habe es ja als positiven Artikel angekündigt. Ja, und ich meine, ganz ehrlich, schau mal, in Bayern wurde letztes Jahr gewählt. Das heißt, die haben jetzt 4 Jahre Zeit, ja, alle möglichen Schweinereien zu machen. Und kurz vor der nächsten Landtagswahl tun sie wieder so brav, bieder, konservativ, wie sie das bislang immer gemacht haben. Dazu passt es jetzt nicht, ja. Also, dass man sich jetzt gegen die 183 Geschlechter stellt, ja, und die nicht mehr benennen möchte. Ja. Hier gibt es Neues von der Rentner-Putschisten-Gruppierung. Tatverdächtiger aus Gruppe um Prinz Reuß verstorbene. Demnächst sollen die Terrorprozesse gegen die mutmaßlichen Putschisten um Heinrich Prinz Reuß beginnen.
Einer der Verdächtigen ist nun gestorben. Ja, also die warten ja alle bis auf, wo war es, in Frankfurt, wo ein Prozess jetzt terminlich angesetzt ist, gibt es ja bei allen anderen noch gar keine Termine. Ja, die warten noch. Anders. In Stuttgart ist er zugelassen. Stuttgart. Frankfurt ist nicht entschieden und München. Und das finde ich die eigentliche Nachricht dieses Artikels. Denn wer soll in Frankfurt angeklagt werden? Nämlich der Prinz Reuß mit diesem ehemaligen Oberstleutnant AD und der AfD-Politikerin, deren Name mir entfallen ist. Die drei sollen alle in Frankfurt angeklagt werden. Und nach Medienberichten sind das doch die Redelsführer, ja? Zumal man dann noch einen Haufen Waffen und Pamphlete gefunden hat. Also Carsten, ich will mal ein bisschen unken. Ich glaube, die haben ziemlich Muffensausen bei der Staatsanwaltschaft, dass ihnen das um die Ohren fliegen wird, Verfahren. Ja. Und offensichtlich sind die in Stuttgart schon längst drüber hinaus, dass sie sich noch irgendwas scheren. So nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert? Die wollen es nur hinter sich bringen. Mutmaßung, ja. Es ist reine Mutmaßung meinerseits. Aber vielleicht haben die natürlich auch handfestere Beweise bezüglich derjenigen, die dort angeklagt werden. Das sind ja angeblich ganz viele. Es ist ja eine Gruppe. Also mindestens drei, ja. 26? Ja, ich sag ja, eine Gruppe per Definition ist mindestens drei. Ach so. Gut, etwas ganz Kurioses gibt aktuell, ja, zu der ganzen Problematik um Kate Middleton. Denn da sind diese Bilder aufgetaucht. So. Endlich können sich alle beruhigen. Wenn sowas kommt, dann sollte man erst recht zuhören. Eine Quelle aus dem Palast schlägt vor, das wird eine unmögliche Übersetzung, dass ein Bild von Kate Middleton, die beim Hofladenausflug mit Prinz William lächelt, Verschwörungstheoretiker davon abhalten sollte, im Umlauf zu sein, das passt auch nicht. Also man möchte den Verschwörungstheorien mit diesem Bild entgegenwirken. Ja, so, jetzt haben wir den Text gesehen. Das heißt, ich kann das Bild mal beschneiden, damit es größer wird. Ich bin mal gespannt, ob unseren Zuschauern da was auffällt. Ein kleines, aber winziges Detail. So. Also, wer jetzt der Meinung ist, links im Bild scheinbar weiblich und rechts im Bild scheinbar weiblich, wäre ein und dieselbe, ja, bin ich nicht dabei. Ist es nicht so? Also rechts sieht, ich würde sagen, einen Ticken frischer aus. Vielleicht ein bisschen jünger, ja. Aber auch vom Gesicht her, nö, bin ich nicht dabei. Also da lege ich mich sogar noch mehr fest als du. Also ich sage ganz klar, das ist hier eine dermaßen dilettantischer Betrugsversuch. Das ist wirklich unglaublich. Wenn man auf die Schnelle kein besseres Double gefunden hat, was will man? Stefan, wie sagst du immer, man muss mit dem arbeiten, was man hat. Also die in dem rechten Bild, die junge Frau, ja, deren Name ich gelesen habe, aber aufgrund von Unaussprechlichkeiten schon wieder vergessen habe, das ist angeblich die Geliebte von ihm links, von dem mit dem Basecap. Also, dass die rechts, die jüngere Ausgabe, wo ich dir beiflechte, sicherlich nicht die Karte ist, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. So. Tja,
Ich würde sagen, Nix-Karte. Gar nix-Karte mehr. Und vor allem, dass die Daily Mail diesen ganzen Blödsinn allen Ernstes mitmacht und dass die Reporter, die sich ja wirklich mit dem Königshaus auskennen, eine Karte nicht von Mrs. Nobody unterscheiden können, das wundert mich schon wirklich sehr. Ja? Was Tja, sagt ja. uns das? Im Hause Windsor stimmt gar nichts mehr. So schaut's aus. Und dass man ausgerechnet wilde Verschwörungstheorien dadurch bekämpfen möchte, ja, das unterstreicht noch, dass da gewaltig was zum Himmel stinkt. Ja, und auch bei ihm muss man ja gegenwirken, ja. Die bösen, bösen Russen haben berichtet, er wäre nun offiziell oder er wäre nun wirklich dann mal verschieden, ja. Nein. Aber Das ist das alles Propaganda. alles Propaganda und das Einzige, was bloß seltsam ist, ja, so sieht's aus, als er aufs Grundstück draufgefahren ist, wohl. Und so sieht's aus, als er runterfuhr. Und auch wenn die Aufnahme nicht die beste ist, ja, darf man sich auch fragen, ob das hier ein und dasselbe ist. Auch da wieder dasselbe Medium, die Daily Mail. Carsten, ich weiß nicht, ja. Ich meine, mal mit dem ganz einfachen Menschenverstand betrachtet. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, die haben was zu verbergen. Ja, es ist halt dumm, wenn es einfach nicht mehr so läuft. Ja, und dass der Husse ihn da auf Kurzbesuch mal eben da war, dann muss ja die Sorge und Panik schon ganz schön groß sein in England. Ja, dass man alle Koniferen zusammenruft, um da noch irgendwie eine Lösung zu finden. Jetzt können wir natürlich auch mal die andere Seite beleuchten. Was ist denn, wenn man genau diese offensichtliche Unähnlichkeit mit Absicht platziert hat? Nein. Doch. Eva. Doch. Du wieder raushaust. Ja. Und das wäre eine sensationelle Meldung nach dem Motto, jetzt streichen wir es den Menschen in Engelande mal ganz dick auf ihre Frühstückstoast drauf. Ja, in England essen die ja immer nur Toast, weil Weißbrot am Morgen. Ja, mal gucken, ob sie es merken. Du bist mir ein Verschwörungspraktiker, das sage ich dir. Ja. Ich denke mal, in Kürze gibt es da Genaueres. Wir gehen weiter und kommen noch zu den USA. Und da gab es zum einen diese Meldung hier. Oberster Gerichtshof genehmigt texanisches Gesetz zur Abschiebung von Migranten im Falle von. Was? Im Falle von was für Biden im Prinzip ein nicht Verlust, sondern eine Niederlage darstellt. Ja. Und Stefan, für mich der Beweis mit dem obersten Gerichtshof, das scheint doch noch zu stimmen und hinzuhauen. Ja, deshalb setze ich ja auch ein bisschen meine Karten hierzulande auf Frau Doris König, ja, die Chefin des zweiten Senates des Bundesverfassungsgerichtes. Die hat ja schon einmal einen richtigen Riecher gehabt und ich denke mal, dass sie zum zweiten auch einen richtigen Riecher haben wird. Ja, im Zweifel wird das alles vor den obersten Gerichtshöfen gerade gerückt. Und was ich ja auch interessant finde, um beim Thema Gerichtshof noch kurz zu bleiben, dass man von dem Herrn Habert gar nichts mehr hört. Ja, das finde ich sehr auffallend, muss ich sagen. Gut, lassen wir das mal sein. Kehren wir zu den USA zurück. Also, wir sehen hier doch, dass, ich möchte es mal so sagen, von diesem Foto, wir erinnern uns, was wir gestern in der Sendung hatten, 45 bis 47. Da muss wohl was dran sein, ja? Also beim besten Willen, dass man den obersten Gerichtshöfen wirklich vieles
zugesteht. Ich meine, die sind ja frei in ihrer Entscheidung. Ja, also da scheinen sich interessante Dinge gerade zu tun. Ja. Wir gehen weiter und kommen zu dieser unendlichen Geschichte. Trump kann sich keine Kaution für $454 Millionen Urteil im New Yorker Betrugsfall sichern, da die marxistische Tyrannin Letizia James damit droht, Vermögenswerte zu beschlagnahmen. Versuchst du es mal irgendwie, diesen Zauberwürfel, die Farben an die richtige Stelle zu kriegen bei dieser Übersetzung? Also, wir hatten ja gestern die Mitteilung von Rudy Giuliani, naja, unsere Zuschauer erinnern sich bestimmt, dass der auch in arge finanzielle Probleme gerade kommt, wegen eines Gerichtsurteils, wo er zu einer horrenden Strafzahlung verdonnert worden ist. So. Bei Donald Trump passiert jetzt gerade Ähnliches. Also, der Mann ist ja mehrere Milliarden reich. Aber nur weil man milliardenreich ist, heißt das nicht, dass man die Bar irgendwo rumfliegen hat, so in der Schreibtischschublade. Ja? Sondern das Geld liegt, ist halt angelegt. Immobilien bei Trump hauptsächlich und andere Vermögenswerte. So. Also er ist jetzt nicht in der Lage, diese $454 Millionen Strafe zu bezahlen. Das ist die Strafe inklusive Zinsen, weil er das Cash nicht hat. Und dann hat er angeboten, ja, ich bin bereit, 100 Millionen zu hinterlegen, ja, gewissermaßen als Anzahlung. So, und jetzt ist die Frage, was passiert? Und die Letizia James, links im Blick, die Staatsanwältin, die droht eben jetzt damit, Trumps Vermögen zu beschlagnahmen. Und Carsten, ich weiß es nicht zu 100%, ich habe aber fast das Gefühl, dass Trump das gerade alles mit Absicht macht. Weil ich mir schon vorstellen kann, dass er die 454 Millionen irgendwo herkriegt. Ja? So. Du meinst, ich glaube, er lässt, da geht es um ein politisches Manöver. Ja, du meinst, er lässt drauf ankommen, um im Prinzip die Leute sehen zu lassen, wie weit die andere Seite gehen würde. Ja. Exakt. Ja. Stefan, jetzt mal davon abgesehen, dass das ganze Theater gegen ihn ja eh nur ein Schauspiel ist, ja, aber laut den offiziellen Regelungen ist es ja bis jetzt scheinbar zulässig, ja, diese Herangehensweise. Ja. Er kann eine Kaution hinterlegen. Ja, wie gesagt, dass das Ganze gegen ihn inszeniert ist, das ist ja klar. Aber für den Moment jetzt nur mal kurz die Überlegung, es wäre so, dann wäre es der normale Herangehensweg, dass er diese Kautionszahlung leisten müsste. Ja, also solange wie niemand dazwischen haut und sagt, das ganze Theater ist eh falsch, läuft sie erstmal nach den, in Anführungsstrichen, normalen Regeln weiter. Ja, so. Ich kann mir jetzt nur eins vorstellen, dass wirklich das Ganze bis zum Ende ausgespielt wird. Und wir dürfen ja nicht vergessen, noch seine eigene Aussage, er ist bereit, alles zu verlieren, um für die Gerechtigkeit einzustehen. So, und das ist ja der entscheidende Punkt. Gehen wir mal davon aus, er hat tatsächlich so viel nicht in Cash. Und gehen wir mal davon aus, es ist tatsächlich in Vermögenswerten, also unter anderem Immobilien, angelegt. So, würde bedeuten, er sagt die Wahrheit, er kann das Geld nicht beibringen. So, dann kommt jetzt das Nächste, dass die Staatsanwältin jetzt eben Vermögenswerte von ihm beschlagnahmen kann. Wenn sie das tut, dann schießen sich sowas von ins eigene Bein. Denn das ist für alle vermögenden Menschen, und da gibt es in New York einige von, das Signal, dass ihr Vermögen in New York nicht mehr sicher ist. Ja? Ja. Und das ist der fatalste Effekt, den man mit so einem Urteil erzielen kann. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Menschen, die die Möglichkeit haben, die Unternehmen, die Möglichkeit haben, die verlassen jetzt zum Beispiel den Westküstenstaat Kalifornien, und zwar in Scharen.
Ja, weil es dort komplett bergab gibt, aufgrund dieser woken linken Politik, die dort gemacht wird. So, ja. Wir haben dasselbe in New York. In New York gibt es einen demokratischen Bürgermeister, es gibt eine demokratische Gouverneurin, die genau denselben Käse machen. Ja, und ich vermute mal, Trump macht das bewusst. Ja, er ersetzt dieses Vermögen ein, um einen politischen Erweckungsprozess, einen Aufwachprozess, wie auch immer man das Ding nennen will, eben zu erzeugen, ja, bei den reichtumsverwöhnten New Yorkern und Ostküstenbewohner der USA. Durchaus möglich, ja. Wie das Ganze letztendlich sich ausspielt, auch das werden wir erleben. Ich bin gespannt drauf. Und wir kommen zu dem Theater, was unsere Medien veranstaltet haben. Trumps gefährliche Rhetorik zwischen Blutbad und Ausreden. Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung. Trumps Wortwahl sorgt immer wieder für Aufregung. Doch es sind keine einzelnen Entgleisungen, dahinter steckt Methode. Ein Aufruf zur Gewalt oder doch nur eine entgleiste Metapher. Über Trumps Blutbad-Aussage wird in den USA heftig debattiert. Nein, gmx.net, das ist schon längst erledigt. Ja, ihr hängt da etwas hinterher. Denn zum einen haben viele erkannt, dass es genau so aussieht. Ja, man hat die Kamera genau auf einen Aspekt ausgerichtet und dann weltweit darauf rumgeritten. Und ja, hier sieht es doch dann schon ganz anders aus in einer Nachricht von heute Morgen. US-Medien rudern zurück. Berichtet die Bild sogar richtig, ja? Die eigenen US-Medien rudern zurück. Die Deutschen tun sich da noch ein bisschen schwer. Man hätte es doch lieber gerne so gehabt, weiter drauf rumreiten zu können. Trumps Blutbad-Satz war ganz anders gemeint. Die Aufregung war riesengroß. Donald Trump sprach am Wochenende in einer Wahlkampfrede von einem Blutbad. Sollte er bei der US-Präsidentschaftswahl im November nicht gewählt werden. Was er genau damit meinte, mindestens missverständlich. Ja, wenn man nicht richtig zugehört hat. Zunächst hatte es in US-Medien geheißen, Trump habe für den Fall seiner Niederlage gedroht, seine Anhänger erneut gegen die Institutionen der US-Demokratie aufzustacheln. Nur, dass es diesmal nicht wie bei der blutigen Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021 eine Einzelaktion werden, sondern das ganze Land erfasst werden sollte. Ein angsteinflößendes Szenario, denn in dem erbittert zwischen konservativen und liberalen geteilten Amerika sind über 300 Millionen Schusswaffen im Umlauf. Doch jetzt rücken die US-Medien zurück. Die Blutbad-Äußerung Trumps bezog sich nicht auf einen drohenden Bürgeraufstand, sondern auf die US-Autoindustrie. An der hängen knapp 10 Millionen Jobs. Ja, das war für jeden, der des Englischen auch nur ein wenig mächtig ist, war das eigentlich zu erkennen. Aber man hatte natürlich die Hoffnung, wieder viel mehr draus machen zu können. Also es ist wirklich irre, wie sich hier die Medien in den USA und in Europa vorführen lassen. Also zumindest von den US-Medien hätte ich ja etwas mehr Klugheit erwartet. Denn diese Rede, wo Trump das ja gesagt worden hat oder auch gesagt hat, kann man ja unter anderem bei YouTube anschauen. Und da hätte man dann den Kontext seiner Aussage sehr schnell erkennen können. Und wir hatten das ja gestern schon besprochen, dass man das im US-Amerikanischen sagt, wenn es irgendwo, es ist ein Ausspruch, ein Gemetze gibt, also eine Wahnsinnszerstörung gibt. Ja, und das ist dann nicht wortwörtlich gemeint. Und ich finde es auch wirklich irre. Man sieht hier einfach mal,
Die Faulheit, muss man sagen. Im besten Falle die Faulheit, im schlechtesten Falle die Absicht, die man hier Trump unterstellt hat. Und jetzt müssen alle zurückrudern. Positiver Aspekt, finde ich, dass es den Menschen vielleicht langsamer auffällt, dass die Medien im Punkto Trump nicht immer die Wahrheit schreiben und berichten. Das war aber jetzt nett ausgedrückt, ja. Ja, ich bin ja diplomatisch im ersten Teil. Gut, das soll's für den auch gewesen sein, ja, für die, die bei YouTube neu dabei sind. Ich stelle jetzt gleich nochmal in Chat den Link ein, wo es gleich mit Teil 2 noch weitergeht. Für alle anderen, die sich jetzt ausklinken, wünsche ich eine gute Nacht. Und wenn ihr mögt, bis morgen. Vorbereitend, ja, bevor es für manche zu kurzfristig kommt, wir werden diese Woche eine Haushaltstagsverschiebung vornehmen. Und zwar werden wir am Freitag den Haushaltstag machen und dafür Sonnabendabendsendung. Der Carsten ist unterwegs. Und ja, das soll es für hier gewesen sein. Danke und gute Nacht. Und nicht vergessen, falls ihr uns noch kein Like dagelassen habt, das würde uns sehr freuen. Ja, also ich habe nämlich beobachtet, in letzter Zeit gehen die Likes leider ein bisschen zurück. Macht aber nichts. Wir haben ja auch nicht immer Topform. Ja, kann ich schon nachvollziehen. Und wenn ihr uns noch abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt, bitte gerne. Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Sein. Ciao und Servus.